So, schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader und natürlich auch mit Dirk Helger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir haben heute schon einen Trendbruch, denn wir haben oder ich habe hier in Ratingen schlechtes Wetter. Also das Thema ist jetzt auch durch. Dann kann es ja nur gut werden. Dann kann es eigentlich, genau, wollte ich gerade sagen, können wir eigentlich auf Bewegung heute hoffen. Bevor wir anfangen, dann obligatorisch natürlich einmal den Risikohinweis. Bitte entsprechend zur Kenntnis nehmen bzw. durchlesen. Auch wichtig für Sie, falls Sie die Aufzeichnung angucken. Und dann können wir auch direkt starten. Okay, dann Dirk, übertrage ich den Bildschirm und natürlich offiziell nochmal auch ein herzliches Willkommen an dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute wieder zum mittlerweile berüchtigt-berühmten NFP-Trading. Letzten Male war es ja halt immer so gewesen, dass immer danach kam dann alles, was davor irgendwie gesagt wurde. Ich gehe schon fast davon aus, das wird dieses Mal auch wieder so sein. Und darauf bin ich auch schon so ein bisschen eingestellt. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele hier aus der Gruppe dabei sind, aber ich habe ja gestern Abend schon angefangen, einen Trade vorzubereiten. Im DAX Long und der Grund war ein Trendbruch. Ich versuche das gerade mal irgendwie hier zu zeigen. Ich muss gestehen, ich bin hier noch nicht ganz fertig mit der Vorbereitung hier auf dem Schirm, aber das kann ich mal gerade ja machen, während wir hier im Vorfeld ein bisschen plaudern. Moment, ich versuche das mal eben zu laden. Die Analyse dazu. Ist es das? Ja, das ist es eigentlich gar nicht. Moment, da gibt es eigentlich noch eine. Eigentlich sollte sie das gewesen sein, aber irgendwie passt die leider nicht so ganz. Naja, gut. Moment. Ich mache das mal eben anders, weil ich habe ja hier irgendwo einen Screenshot davon. Den kann ich mal eben zeigen. So, Moment. So, genau. Da haben wir es doch. So, also, das war das Bild, das der DAX die letzten Tage. Und was so ein bisschen chaotisch aussieht, im Nachhinein ist es das eigentlich gar nicht. Es dauert halt nur manchmal ein bisschen, bis man drauf kommt. Ich hatte aber auch Anfang der Woche schon gesagt, ich hätte eigentlich gerne zu den NFPs die 13.329. So, und das ist immer die Frage, wie kommt man da hin? Weil wir haben ja am Wochenanfang gestartet, irgendwo um die 13.000. Und das ist eigentlich keine Strecke für eine Woche. 300 Punkte ist eigentlich sehr wenig. Entsprechend gab es halt ein bisschen Geschiebe. Ich bin noch mal kurz davon ausgegangen, dass er unten durchbricht. Aber das Bild wurde dann halt doch jeden Tag klarer und gestern dann eigentlich auch endgültig. Also, was wir gesehen haben, ist hier, ich habe das hier mal so eingezeichnet, ja, der Verlauf des Zickzack, was einem so ein bisschen wie seitwärts und chaotisch vorkam. Eigentlich war es das nicht. Also was er hier gemacht hat, ist halt ein Low, halt hier irgendwo knapp über der 12.800, dann eine Korrektur und dann kein neues Tief und dann hier eigentlich den ersten Bruch auch schon hingelegt. Ein kleiner Bruch nur von der letzten Abwärtsbewegung. So, das Ganze ein bisschen fortgesetzt wurde. Hier war es ein bisschen seitwärts und da sah das ja aus, so kippt ab. Hat aber nicht gemacht. Letzten Endes hat er wieder kein neues Tief gemacht. Und hat dann gestern hier oben den ersten Punkt rausgenommen. Ja, also das war halt hier das letzte Korrekturhoch. Und das war das, was er gestern rausgenommen hat. Ja, das war gleich morgens. Ich hatte die 13.065 hatte ich auf dem Schirm und habe da gesagt, da muss er halt, beziehungsweise wenn da Stundenclose drunter und dann geht das Ding nach Süden. Das hat auch soweit gepasst. Für rund 90 Punkte ging es dann runter. Und dann ist er aber halt hier schon bei 12.988 schon abgeprallt. Und dann war halt dann auch ein bisschen später, muss ich gestehen, ich habe es nicht sofort erkannt, dass hier der Bruch schon vorgelegen hat. Und deswegen bin ich dann gestern am späten Nachmittag, habe ich dann gesehen, wir steuern nochmal das Tageshoch an. Und da habe ich auch gesagt, wenn der hier nochmal hingeht, beziehungsweise ein neues Hoch macht und dann long, einfach long rein. Und mich dann noch gemacht.
Und entsprechend, ich habe halt darauf gebaut, dass wir heute ein Gap kriegen über 13.156. Die hatte ich diese Tage auch schon auf dem Schirm als Knackpunkt. Und zur Future-Öffnung um 8 Uhr hat es direkt angesteuert und direkt auch ein Stückchen überboten und hat sich halt vor Kassa jetzt heute entsprechend drüber eingependelt. Und sieht man ja hier auch, kann ich ja mal das jetzt ein bisschen einfacher zu zeigen. Wo sind wir? Genau hier. So, da halt drüber eingependelt. Und wo ist er? Ich zeichne die mal ein. Die ist hier gar nicht drin, die Linie. War aber letzten Endes dann halt hier in etwa die Kassa-Eröffnung. Und so, die machen wir mal dick, weil es kann sein, dass die nochmal kommen. 13. Ups. So, das heißt, hier haben wir gestartet, hier war Kassaeröffnung ganz knapp drüber. Das heißt, der Stundenschluss war auch ganz knapp da. Und eben mein Anhaltspunkt war auch, dass wenn wir einen Stundenschluss darüber haben, dass es dann halt eben nach Norden geht, ja, weil die Linie halt schon wichtig ist. Und das hat jetzt auch erstmal angefangen, ist aber halt noch nicht etabliert. So sieht man ja auch, es drückt irgendwie die ganze Zeit gerade nach unten, die ganz permanent. Und ich habe auch hier schon eine Pyramide drin, war vielleicht ein bisschen früh, aber hier unten ist halt gestartet, also hier mit der Long-Position. Und das war so ein verteilter Einstieg hier, ist aber mit minimalem Risiko, konnte man das starten, also mit 1,50 Euro pro Punkt angefangen, mittlerweile ist es 5 Euro pro Punkt. Und der Plan ist natürlich, dass wir hier oben drüber ziehen. Ja. Also ich habe hier vorhin leider den Hedge verpasst, den hätte ich natürlich gerne gehabt. Aber so ist das immer, wenn man ein paar Sachen gleichzeitig macht, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Was ich hier eingezeichnet habe, die grünen Linien, das sind einfach nur die Stundenkurse. Also das ist einmal halt hier Stundentief und Stundeneröffnung ist gestrichelt, Stundentief ist durchgezogen. Und da sieht man halt die ganze Zeit schön, also die Stundenkerzen, ja. Und da pendelt er gerade so zwischen oben. Und es ist hier so ein bisschen Zermürbungstaktik, was halt hier abgeht. Die 73, auf die habe ich auch noch gewartet, die haben wir jetzt auch gerade gehabt. Seit ich jetzt hier angefangen habe, das ist jetzt für mich so das Maximum, das sollte jetzt erstmal Ende sein. Und falls nicht, dann gehe ich davon aus, dass wir die 56 nochmal sehen, also die 156. Und dann muss man halt mal sehen, wie es weitergeht. Also die Position ist auf jeden Fall safe im Plus. Und ich würde die natürlich sehr gerne mit nach oben nehmen. Also falls die 13.329 kommen, das weiß ich natürlich nicht. Aber da steckt ja auch eine Idee dahinter, die werde ich auch gleich nochmal zeigen. Aber das jetzt hier erstmal zu dem Trade, den ich halt jetzt gerne mitnehmen möchte in die NFPs. Mal gucken, ob das gelingt. Und das wäre natürlich schön, wenn wir da halt entsprechend halt hier mit den Pyramiden halt nach oben könnten. Dumm wäre natürlich, wenn jetzt hier runterkommt und die Sache dann halt mit Null rausgeht. Deswegen, wenn wir hier drunter gehen, werde ich auch erstmal aktiv werden. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall entweder hedgen oder hier einen Teil rausnehmen. Zum Thema Hedgen, also hier mit dem Stereo Trader ist es ja nun mal so, ich habe hier zweimal den DAX auf, zweimal gleiches Instrument und ich kann halt die Strategien isolieren, das habe ich diesmal gemacht, das hat man bis jetzt noch nicht im NFP Trading, das heißt, ich habe jetzt hier auf der linken Seite einfach nur meine Long-Position und auf der rechten Seite, wenn ich dann möchte, Short und es ist halt komplett isoliert voneinander, ja? Das heißt also so, dass man halt die Trades untereinander nicht sieht und es ist halt auch nicht stört. Und es ist halt einfach so, finde ich, von der Übersicht und vom psychologischen Faktor, finde ich das halt sehr hilfreich, weil man halt nicht den Überblick über den eigentlichen Long Trade in dem Fall dann halt verliert. Ja, ich muss mir den hier nicht mit Teilauflösungen dann halt kaputt machen und ständig meinen Break-Even verschieben, was ja damit passieren würde. Und deswegen isoliere ich das lieber. Und wie gesagt, das Hedging hier ist vorhin leider nicht geglückt, aber ist jetzt nicht weiter schlimm, die Position ist so weit vorne und jetzt muss man halt mal gucken, wie es da weitergeht. Was halt hier jetzt leider auffällt ist und weshalb ich auch schon fast damit rechne, dass wir da nochmal runterkommen ist, ich habe halt hier nochmal den gleichen Indikator drin wie letztes Mal, also diesen PryEx, das heißt für Price Action nutze ich den halt und der ist eigentlich recht verlässlich, was halt eben Außenstäbe und anschließende Bewegungen und so weiter angeht. Jetzt haben wir hier in der letzten Stunde haben wir hier leider einen roten Kasten, das heißt, der drückt erstmal nach unten und deswegen hier auch die 73
beziehungsweise ist ein bisschen mehr, 69 ist es. Das wäre jetzt halt so auch ein Punkt, den er hier natürlich ansteuern könnte jetzt noch. Das heißt, hier nochmal ein kleines Tief und es deckt sich auch entsprechend jetzt hier mit. Das heißt, 5 Minuten und 1 Stunde weisen hier gerade das gleiche Ziel aus. Es kann sein, dass es halt noch kommt. Wäre gleichzeitig auch ein Stundenpivot, und zwar der S1. Mal gucken. Also, dass er da einfach durchfällt, das glaube ich nicht. Das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Wenn es aber dann keine Reaktion gibt, und dann würde ich die Nummer erstmal hedgen. Ich bereite das hier auch mal vor, dass ich hier die gleiche Positionsgröße drin habe. Und dann muss man mal gucken, was passiert. Weil dann gehe ich davon aus, dass die 56 nochmal kommen. Und selbst wenn dann halt durch das Hedging irgendwie 10, 20 Punkte verloren gehen, das ist nicht schlimm. Da muss man einfach mal kurz die Füße stillhalten, weil letzten Endes die Position hier liegt jetzt, selbst mit den Pyramiden, liegt die jetzt hier noch über, ja, rund 50 Punkte halt vorne und ohne die Pyramiden. Das heißt, wenn ich die rausnehme und dann liegt das Ding hier um die 100 Punkte vorne, also ja, doch ziemlich genau 100 Punkte gerade. Genau, warum? Oder vielleicht nur ganz kurz auch ein Wort zum Euro. Gold hätte ich auch sehr gerne besprochen, bin ich aber zu spät an. Also das fällt halt einfach wie ein Stein, aber wie man da noch reinkommen soll, das ist mir ein Rätsel, weil es das ja eigentlich nur noch in eine Richtung bewegt. Ein Euro habe ich jetzt hier einfach nur mal am Pivot eine Short-Position aufgemacht und das hier war auch letzte Stundenkerze in Grün hat hier geschlossen, deswegen hier halt auch der grüne Strich und man sieht ja, es turnt so ein bisschen drauf rum, der Euro. Was der aber vorhat, dem traue ich eigentlich eher einen Fehlerausbruch nach Norden zu, hoch bis zur 1,18. Aus dem einfachen Grund. Hier haben wir gestern halt diese Long-Bewegung, die haben wir gestern auch gehandelt in der Gruppe, beziehungsweise ich habe Entry und so weiter gepostet. Das war halt hier eine schöne Nummer mit einem Stop-Loss von nur 3 Pip. Konnte man da halt um die, ja, waren das 35 Pip etwa mitnehmen. Das war sehr nett, einfach mit der auf die gleiche Spekulation hin, dass er halt da halt drüber geht, ja, über diese Hochs und dass man die zu den NFPs mitnehmen kann. Gut, ist nicht ganz aufgegangen, aber es gab halt eben auch Dreiviertel Teilverkauf und daher war das nicht schlimm. Das heißt, Dreiviertel waren ohnehin dann halt realisiert von der Position. So, und deswegen traue ich dem aber auch nochmal zu, dass er nochmal halt eine Bewegung nach oben macht, und zwar bis hierher etwa. Weil hier sieht man auch, das war halt, hier ist die letzte Abwärtsbewegung angefangen und es gibt kein doch nichts in die Richtung und das ist halt untypisch. Gleichzeitig haben wir jetzt hier den Pivot, das würde sich damit decken, ja. Das heißt, wenn er da hinkommt, würde ich da auf jeden Fall mal versuchen zu shorten, falls er jetzt hier nicht direkt runterrauscht. Die hier ist ganz eng, ja. Also da passiert jetzt nicht viel, das sind irgendwie nur, ja, 3,5 Pip Stop, also ist nicht schlimm. Wenn das nicht aufgeht, dann würde ich es versuchen, hier oben nochmal einzufangen. Und im schlimmsten Fall dann vielleicht auch hier. Da muss man mal gucken, vielleicht muss man da zweimal rein. Halt mal sehen. Und den sollte man sich aber auch mal, ich muss nur die Uhrzeit ein bisschen im Auge behalten. Mal kurz im Tageschart angucken, aber ich mache jetzt erst nochmal den DAX. Also ich konzentriere mich jetzt heute hier auch auf nur die beiden und um mich da nicht zu verzetteln eben auch. So, hier sieht man, hier wird es gerade ein bisschen penetriert. Kann man denn eigentlich alles gut erkennen? Oder ist da irgendwas zu klein, zu groß? Also ich bin hier schon auf einem Bildschirm unterwegs, mit dem ich schon fast gar nicht mehr Ich arbeiten kann. würde sagen, dass soweit alles gut ersichtlich ist. Okay. Ja, es ist halt für mich sehr beengt, hier zu arbeiten. Normalerweise hätte ich da noch ein bisschen mehr auf, aber die Bildschirmauflösung ist natürlich jetzt hier angepasst. Und damit man da entsprechend halt auch was erkennen kann. So, jetzt hier, ich muss hier mal kurz ein bisschen aufpassen, wie er damit jetzt umgeht. Und wenn die jetzt kommen, wie gesagt, das wäre jetzt halt so der Punkt, wäre auch kurz über der Kassaeröffnung. Und bis jetzt reagiert es ja hier noch, aber ist die Frage, wie lang. Und was übrigens auch, finde ich, so ein bisschen dafür spricht, ist halt dieses Runterdrücken hier, dieses Zermürben. Ja, es kommt ja irgendwie fast gar nichts mehr hoch und es läuft nicht mehr. Das ist eigentlich eher typisch dafür, dass es anschließend halt ordentlich nach oben geht. Und weil wer hier irgendwie long geht, der hat ja gar keine Chance mehr, irgendwie da halt vernünftig noch irgendwo rauszukommen. Außer hier gab es jetzt mal kurz einen Aufwärts und direkt wieder runter. Und das sieht man die ganze Zeit. Hoch, runter, bisschen hoch, wieder runter. Nur runter gekloppt wird hier. Und das ist eigentlich, also finde ich halt rein von der Erfahrung her, es ist eigentlich eher so Zermürbungstaktik.
damit da halt irgendwie auch der letzte Long irgendwie aufgibt, der hier oben vielleicht bei 200 oder noch höher irgendwie gesagt hat, gut, da gehe ich rein. Und weil ab da ging es ja wirklich nur noch runter. Und das spricht halt auch so ein bisschen dafür. So, jetzt mache ich aber mal kurz hier den DAX im Tageschart auf, um mal kurz zu erklären, was da los ist. Also erstens mal hatten wir ein Gap bei der 13.329. Dazu muss ich aber auch sagen, also diejenigen, die meine täglichen Analysen und so weiter halt kennen, die wissen, ich kenne die 13.329 schon seit einem Jahr. So lange gibt es diese Marke schon und das Gap war da auch meines Erachtens nicht von ungefähr. Die ganze Geschichte kommt immer noch aus dem Brexit. Das Thema hatte ich hier schon öfters auch bei dem Live-Trading-Webinar. Also das heißt, vor einem Jahr gab es diese Marke halt schon und genau ausgerechnet dort auf den Tick macht er dann irgendwann ein Gap und das ist natürlich verdächtig. Und entsprechend ist auch dort sehr großes Volumen entstanden und die Marke konnte man auch shorten. Das hat wunderbar funktioniert und da gab es keinen Rücklauf mehr, nichts mehr, ist einfach durchgeknallt nach unten ohne Wiederkehr bisher. Und das ist auch eigentlich schon so ein bisschen der Grund. Normalerweise oder ganz oft ist es eben so, dass wenn man halt irgendwo großes Volumen hat, und das war definitiv der Fall bei 13.329, ich zeichne die mal auch ein, und dass halt Punkte mit großem Volumen, dass die halt einfach nochmal kommen. Das ist einfach ganz normal. Und zeigt sich dann halt im Nachhinein immer dann halt, ich meine, das war ja hier auch ein Support, ja, also jetzt rein mal von der klassischen Betrachtungsweise. Hier Ausbruch und dann irgendwie erstmal Support und dann Durchbruch. Da fehlt einfach der Backtest, ja. Und wenn man es mal wirklich von der Seite betrachtet, das ist ja auch ein Scalping-Ansatz, den ja auch viele verfolgen, selbst dazu passt es. Und hier, wenn man das jetzt auch im Tageschart nicht sieht, ja, aber das war halt an dem Tag, das war wirklich einfach nur einmal durchknüppeln. Ich glaube, der hat nicht mal im Minutenchart noch irgendwie einen Backtest gemacht. Von dem Punkt nichts, ja, das ist einfach nur runtergekloppt worden. Und hier sind einige überfahren worden mit der Tageskerze. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie immer, ja. Also wenn man so eine Bewegung hat und da fehlt halt letzten Endes dann halt so der Backtest, der wird meistens nachgeholt. Und gerade bei News und so weiter bietet sich das ja auch logischerweise an, muss ich mal den Euro auch im Auge behalten, bietet sich das ja halt auch an, weil man hat man halt meistens große Marktteilnehmer, großes Volumen. Auch wenn es immer heißt, die großen Marktteilnehmer sind da raus bei News, das habe ich auch schon oft gehört. Ich glaube es nicht, ja. Also mag einige sein, einige geben, die da raus sind, aber ich frage mich, wo kommt es denn her und warum wird dann ausgerechnet an solchen Tagen immer genau sowas dann halt irgendwie aufgelöst? Naja, auf jeden Fall wäre das der Punkt, wo ich gerne hin würde. 13.329. Und mal gucken, ob wir das schaffen. Also ich würde da die Position, die ich jetzt hier im DAX habe, die würde ich natürlich auch gerne nach oben noch ausbauen, soweit es geht. Ist natürlich nicht ganz einfach, kommt auch so ein bisschen aufs Tempo an. Und es kann jetzt natürlich auch sein, ja, das hatten wir ja wirklich schon die letzten Male halt auch gehabt, dass jetzt halt einfach, wenn die NFPs jetzt kommen, einfach nichts passiert. Und dass wir dann halt nachher bei der Markteröffnung, mit den Amis, dass dann halt das Ganze sich auflöst, ja. Nichtsdestotrotz, wo man natürlich auch sich darüber im Klaren sein sollte, ist, jede Idee ist immer alles gut und schön, wenn man eine Idee hat. Sie muss sich aber nicht erfüllen. Aber in dem Moment, wo ich anfange, darauf zu beharren, dass sie sich erfüllt, wird das Ding halt nachher im Minus enden. Und das werde ich auf keinen Fall zulassen. Und deswegen dann nicht böse sein, wenn es nicht passiert oder wenn ich umentscheiden muss. Aber das bringt es ja nur mal mit sich. Also wenn ich mich irgendwo halt dran festbeiße oder wie man so schön sagt, mit einer Position verheirate, kann ich ganz garantiert davon ausgehen, es gibt irgendwann Ehekrach. Ja. Das ist halt normal. So, wenn Fragen sind, können wir gerne noch machen vor 14:30. Ja, da ist noch eine Frage gekommen, bezüglich deinen Trailing Stop, ob du einen benutzt und welchen. Jetzt erstmal nicht. Weil das hier würde nicht funktionieren mit dem Trading Stop jetzt gerade. Also wenn dann vielleicht auf auf Tageschart, ja, dann müsste ich halt den PLH Peak hier auf Tageskerzenbasis halt nutzen, dann würde das funktionieren, ja. Aber dazu hätten wir ja schon irgendwie halt vorgestern hier unten reingemusst. Aber jetzt hier zum Beispiel im Stundenchart wäre der halt schon geflogen. Das ist zu klein gerechnet. 4-Stunden-Chart kann ich mir mal angucken, da wird es funktionieren.
Der hat natürlich aber Platz, ne? Nämlich hier runter bis 130. Das wäre natürlich doof, wenn es käme. Wäre ich jetzt nicht so ein Fan von. Aber kann natürlich trotzdem passieren, ne? Ganz klar. Und also wenn dann H4. H4, PLH Peak, Abstand, egal. Also vielleicht 10 Punkte oder so. Das ist ja immer nur so rudimentär, Pi mal Daumen, was man halt an Abstand da eingibt. Und trotzdem werden die natürlich auch manchmal gefischt, aber eigentlich eher selten. Und 4 Stunden ist natürlich, das ist schon eine amtliche Länge. Ne? Da hat man ja halt auch hier jetzt irgendwie eine 100-Punkte-Kerze und ich will ja eigentlich nur noch 200 hoch. Also nur noch in Anführungszeichen. Beziehungsweise nicht mal, sondern 150 Punkte. Das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Also dann vielleicht eher sogar ein kleiner Timeframe, irgendwie M5 und dort ein bisschen mehr Abstand und es damit versuchen. Also wird man sehen, aber wie gesagt, eventuell nicht jetzt, sondern eventuell erst später dann zu den NFPs hin. Also bis jetzt, glaube ich, muss man nicht viel drüber nachdenken, ob das Long oder Short ist, was hier passiert. Und hat man heute Morgen auch klar gesehen. Und auch wenn man das hier zum Beispiel mal als Flagge oder sowas halt darstellt, das heißt Flagge, ja, aber halt hier sowas ist halt typisch, ja. Das ist eine schöne Ausbruchsformation hier. Runter, kein neues Low und dann oben durch, ja. Und wohin auch immer, ja. Also das ist, wenn man das mal so betrachtet, jetzt hier im 4-Stunden-Chart, dann haben wir jetzt hier die Hälfte zurückgelegt. Also das spricht eigentlich wenig dagegen, dass wir da oben hinkommen. Und, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, der kann natürlich auch die 4-Stunden-Kerze komplett ausreizen bei 130. Möglich ist alles, ja. Und deswegen, da muss man halt einfach drauf vorbereitet sein. So, mit dem Euro gucken wir es auch mal gerade an. Hier im Tageschart, da brauchen wir auch ein paar vernünftige Ziele. Also erstmal, wie gesagt, Fehlausbruch gebe ich ihm bis 1,18 etwa. Und Zielbestimmung können wir gerade mal hier machen, was da also rein nach Price Action halt möglich wäre. Da bin ich im falschen Instrument. Ist ein bisschen klein. Da ist er doch. So, natürlich nicht. So, Tageschart. So, bei dem sieht man halt auch recht gut. So, da läuft jetzt hier gerade hoch, ich sehe ja ein bisschen. Hier sieht man halt auch recht gut, ja, so rein vom Price-Action-Ansatz. Wenn man hier einfach mal ein bisschen dezenter machen hier. Ist ja alles gut und schön, wenn man was erkennen kann, aber wir sind ja nicht blind. So. Was man halt hier auch gut sieht, ist, dass er hier halt auch, ja, wenn man jetzt hier mal das Tagestief halt mal nimmt. Und da sind wir hier ziemlich genau auch am Beginn, ja, sieht man hier. Habe ich vorher noch gar nicht angeguckt, aber hier sieht man es deutlicher. Einfach am Beginn von der ersten Aufwärtskerze hier, nach der Korrektur. Genau da hat er aufgesetzt. Und von daher hat der hat schon Potenzial, auch nach oben durchzuziehen. So ist es nicht, ne? Also wenn man das halt mal so angucke, das ist wirklich halt hier so das Maximum ausgereizt. Auch rein von der Markttechnik her ist es ja hier halt auch so, ja. Also wir haben halt hier Aufwärtsbewegung, jetzt ist er gerade hier rausgeflogen. Aufwärtsbewegung, Korrektur, Aufwärtsbewegung, Korrektur, aber das Low hier ist nicht unterschritten, ja, und das heißt, da ist nichts verletzt. Der muss noch nicht mal einen Fehlausbruch hier hinlegen, der kann tatsächlich von hier auch komplett nach oben ziehen, ne? Also überhaupt keine Frage. Und so wie der hier runtergekloppt wird die ganze Zeit, ist das tatsächlich denkbar, ne? Muss ich jetzt gestehen, habe ich mir von der Warte noch nicht angeguckt, rein von der Markttechnik her. Ist machbar. Ja, also muss nicht sein, aber ist schon möglich. Hier oben ist auch noch ein Gap, wäre natürlich auch ein schönes Ziel, das da oben mal zuzumachen. Das ist ja auch irgendwie nicht gelungen. Und hier ist es halt auch so, obwohl das jetzt hier Tageskerzen sind, ja, wenn sich das mal anguckt,
Es ist halt auch so runterklopfen, klopfen, klopfen. Also einfach nur wirklich so zermürben bis zum geht nicht mehr. Wenn man hier Long gesucht hat, und das ist eigentlich auch typisch für einen Euro, erstmal runter zermürben, bis man halt irgendwie aufgibt und dann knallt es halt nach oben. Und sieht man halt hier auch schön, es ist keine Gnade, einfach nur runter. Und von daher ist es tatsächlich auch denkbar, dass es gar kein Fehlausbruch wird an der Stelle, sondern dass der einfach wirklich durchmarschiert. Ne? Von daher ist vielleicht die Idee mit dem Short hier nochmal überlegen, aber Reaktion sollten wir hier trotzdem bekommen. Davon gehe ich schon mal aus, dass wir die halt haben werden, aber nichtsdestotrotz ist halt alles sehr eng abgesichert. Fünf reichen. Und ist machbar. Wenn er aber hier abprallt und dann neues Tief macht und hier durchgeht, dann sieht es eher schlecht aus für Long, so generell mit dem Euro. Ist halt hier auch keine Flagge mehr oder irgendwas, sieht schon aus wie Abwärtstrend, die ganze Geschichte, aber nichts verletzt. Ja, also rein markttechnisch völlig in Ordnung, die ganze Geschichte. Und hier oben, das sind ja nur ja, Korrekturtiefs, also die würde ich jetzt auch nicht überbewerten, ja. Also das heißt, dass er hier nicht hätte drunter dürfen, das ist ja Quatsch. Also das ist ja ein ganz normales Korrekturverhalten, also hier ein Hoch, ein Tief, nicht mehr neues Hoch und dann halt ein tieferes Tief, aber das Entscheidende hier nicht verletzt. Und von daher kann es tatsächlich passieren. Ja, wir werden es gleich rausfinden, schätze ich mal. Und ich hätte ihn halt gestern hier schon gerne gehabt, eigentlich für hoch, beziehungsweise ich war halt morgen auch schon ein paar Mal long, hat bis jetzt aber eigentlich nur Geld gekostet. Aber mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. 2 Minuten haben wir noch, beziehungsweise knapp drei. Genau. Und dann werden wir jetzt gleich sehen, wie das Ganze hier passiert. So, ich werde jetzt aber hier definitiv im DAX mal eine Runde aufpassen müssen, wie ich das jetzt hier wieder nur rede und nachher irgendwas kaputt mache. Das ist natürlich jetzt nicht der Plan. Das wäre ein bisschen schade um die Position. Und ja, nicht, dass mir die hier noch um die Ohren fliegt. Also ich möchte nicht, dass der da runterkommt, aber ob das den DAX interessiert, wir werden es gleich wissen. Ne? So, ich baue auf jeden Fall hier mal einen Hedge hin. Und wie gesagt, auch wenn der mich hier irgendwie 20 Punkte kostet, es ist egal, ja. Das spielt einfach keine Rolle jetzt an der Stelle, weil die Position ja weit genug vorne liegt. Und deswegen, wer jetzt zum Beispiel diesen Trade nicht hat, sondern hier jetzt irgendwie halt einen Einstieg sucht, das könnte schwer werden, ja. Also deswegen auch bitte, wie auch vorhin vom Nelson schon gesagt, bitte nicht nachmachen und höchstens irgendwie abstimmen, halt vielleicht, wenn man irgendwie einen ähnlichen Trade hat. Und zu dem, wo die Reise hingehen soll und warum, weshalb man so, warum, weshalb auch was reagieren könnte. Also damit kann man es natürlich gerne abstimmen. Dafür machen wir das ja halt auch hier. Aber es sind halt alles keine Empfehlungen oder sonst irgendwas in der Richtung. Wenn der Euro jetzt hier zum Beispiel, ja, schaffe ich das noch hier einzuzeichnen? Eine Minute habe ich noch. Schnell mal gucken. Wenn der jetzt hier zum Beispiel, also da wäre ja halt der Punkt, der nicht verletzt werden dürfte. Wenn der jetzt aber darunter geht, ja, und irgendwie da kurz vorher dreht, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit jetzt hier für einen Long-Einstieg. Wir müssen halt mal gucken, was er zuerst macht. Grundsätzlich ist es so, zuerst hoch ist meistens nicht gut, sondern besser ist, wenn er irgendwie kurz mal runter geht und dann erstmal Luft holt und dort einen kleinen Fake in die Richtung macht. Also hier wäre dann halt die Kante. Und da wird man halt relativ schnell sehen, was passiert. Man kann ja mal hier an der Stelle mal irgendwie einen kleinen Long auch hinlegen. Mal nicht übertreiben hier. Die dürfte eigentlich nicht verletzt werden, ja. Also ein kleiner Piekser drunter ist nicht schlimm, aber alles andere ist nicht so tragisch. Also von daher mal gucken. So, Dirk, ein paar Sekunden noch, Ja, also 10, 15 genau. Sekunden ungefähr. Mal gucken, ob es hier alles um die Ohren fliegt, aber kann ja, es kann halt nicht mehr passieren. Außer wir kriegen jetzt hier im DAX natürlich ein Gap mit 100 Punkten, das wäre natürlich sehr traurig. Aber ansonsten kann jetzt hier nicht viel passieren. Von daher, erstmal alles gut soweit. 198.000 werden übrigens erwartet. Mal schauen. So. Okay, DAX erstmal gehedged. 228.000, also Erwartungen mehr als getroffen. Okay, hedge erstmal wieder raus.
Arbeitslosenquote ist gleich geblieben bei 4,1%. So, sieht man jetzt übrigens hier auch schön. Ja, genau bis hier unten den gestrichelten Bereich rein. Muss auch mal gucken, was da jetzt weiter passiert. Ob wir die halt nochmal sehen, diese die 56 oder nicht. Gold reagiert auch etwas bullig zunächst. Ja, das muss ich ja auch mal irgendwie wehren. Also kriege ich jetzt hier nicht mehr dargestellt. Also dafür ist der Bildschirm leider zu klein. So, aber jetzt hier mal gucken, ob er da nochmal hin will oder ob es das jetzt hier war. Aber das ist doch hier sehr schön. Der Indikator gefällt mir echt immer besser. Weil er echt immer nett zeigt, wo halt so die übliche Maximal, wir hatten das letzte Mal ja auch schon, wo halt die übliche Ausdehnung halt liegt von so einer Kerze. Und das passt echt immer. Oder fast immer ziemlich genau. Im Euro passt es extrem gut, aber bei News habe ich es noch nicht versucht. So, aber hier erstmal typisch, ne, zum nächsten Pivot und dann halt so. Und dann erstmal gucken. Und vielleicht kriegen wir jetzt hier unten wirklich das Low. Das wäre natürlich sehr schön. Da war übrigens auch eine Frage zum Indikator, ob es für alles Daily-Trader-Versionen zur Verfügung steht. Nee, ist tatsächlich, war auch beim letzten Mal noch so, also immer noch bei mir in der Beobachtung das Ding. Ich werde den irgendwann mal anbieten, aber momentan noch nicht. Ja, also hier auch, ne? Es ist halt, es passt schon. Also es ist halt auch noch, man braucht natürlich auch einen Handelsansatz dafür. Wie gehe ich damit um? Also zum Skypen ist es halt einfach, ne? Also was heißt einfach? Im Longtrend gehe ich halt an der Übertreibung hier unten rein und im Shorttrend genau umgekehrt. Und das funktioniert oft gut. Also so, jetzt mal gucken, was die Stundenkerze hier veranstaltet. So, Bewegungsrichtung stimmt ja erstmal jetzt hier. Den Hedge rauszunehmen war auch erstmal richtig. So, und dann müssen wir mal gucken, ob wir das Ding hier ausgebaut kriegen. Wenn es denn jetzt weiterlaufen sollte, müssen wir natürlich erstmal über die 200 drüber, 13.200. Gold ist gerade so ein bisschen unentschieden. Ist wieder ja, ich will die Zahl schon sehen, 6 ist mir schon alles klar. Also Gold haben wir geschortet in der Gruppe. Ich habe es leider nicht durchgehalten bis hierher, aber exakt am letzten Peak, wirklich mit einem Stop von weniger als 10 Punkten. Das ist natürlich echt ärgerlich, wenn es halt wirklich dann halt komplett darunter zieht. Das war zwar auch eigentlich der Plan, ja, aber halt planen und dann auch sowas durchhalten in der zeitlichen Dimension, das ist natürlich echt nochmal eine Nummer für sich, ne? Das ist halt auch klar. Also, so, der S&P macht ein neues Tageshoch, also da sieht es zunächst gut aus. So, den hier lasse ich mal. Geht doch mal weg da. Geht ja auch so. So, da zieht er doch erstmal hoch. Jetzt muss man hier nochmal gucken. Wo sind wir jetzt hier gerade? 30 Minuten mal angucken. Das ist ja die Kerze, die gerade fertig wird. Okay. Das heißt, hier ist gleich in Grün. Da ist jetzt möglicherweise erstmal kurz Schluss. Und mal gucken, wie wir dann Rücklauf kriegen hier auf den Punkt. Da könnte man da vielleicht auch nochmal was dazugeben. Auch der Dow Jones setzt mit dem neuen Tageshoch. Also, da ist soweit erstmal alles bullisch. Das ist sehr schön. Dem bin ich mich auch noch long. So. So, hier ist jetzt die nächste Stundenkerze. Mal gucken. Nur jetzt hier einfach reinspringen, ist, glaube ich, nicht so gut. Kurzen Rücklauf abwarten. Und dann würde ich den halt versuchen einzufangen. So. Hier runter muss er nicht mehr. Das wäre mir ein bisschen zu tief. Also hier an den Ausgangspunkt, das muss nicht sein. Ja, aber halt vorhin halt auch, ne? Also in dem Rücklauf
Das hilft halt einfach echt so bei der Beurteilung, was passiert da und oh, stürzt er jetzt ab und ist das einfach nur normales Verhalten, das wir jetzt, was wir gerade gesehen haben, hier der Peaks nach unten. Das war halt einfach echt komplett normales Verhalten. Ja, das ist einfach mal das Maximum ausgereizt und dann halt Gegenrichtung. Völlig okay. Trotzdem der Hedge, auch wenn ich den jetzt hier mit einem kleinen Verlust aufgelöst habe, macht nichts. Das habe ich ja im Vorfeld schon gesagt. Aber es hätte auch sein können, dass er einfach durchgeht. Ja, ist ja keine Raketenwissenschaft. Und von daher war das schon okay so. So, der Euro. Bin mal gespannt, was er jetzt da unten veranstaltet. Ja, auf jeden Fall haben wir da schon mal ein bisschen Bewegung hier, ne? Das ist schon mal mehr als letzte Mal, glaube ich. Und generell die Richtung stimmt. Ich meine, dass wir jetzt hochrennen hier nochmal irgendwie 150 Punkte die nächste halbe Stunde, glaube ich nicht. Aber so wie das aussieht, kann ja kurz den DAU auch mal angucken. Ja, der DAX, der hält sich noch ein bisschen zurück im Gegensatz oder im Vergleich zum S&P und Dow. Die sind schön bullig hier am Tageshoch. Ja, das sieht doch gut aus hier, ja. Und der ist also auch hier durch, der hat hier einen relevanten Widerstand gehabt. Bei 70, beziehungsweise 270. Hoppla. Auch mal kurz zeigen. Da hatte ich vorhin so ein bisschen dran festgefressen. Das ist die Nummer hier. Ja, hat hier einfach auch im Down-Move sozusagen halt hier, ja, Korrektur hoch, Korrektur hoch, runter und das war halt schon ein entscheidender Punkt und deswegen hat es ja vorher noch mal ein bisschen noch mal gebremst, aber es ist eigentlich hier echt sauber durch. Also da spricht auch nichts dagegen, warum der nicht jetzt hier über die 300 laufen sollte. Da wird jetzt hier oben noch mal relevant. Der Punkt, ganz klar. Der Punkt hier wird jetzt halt der nächste relevante, also knapp über 300. Das wirkt dann halt immer so, als wäre es halt irgendwie die runde Zahl, die hier das Problem ist. Ist es aber nicht. Wenn man genau drauf achtet, wird man auch gleich sehen. Genau darum wird sich das halt hier gleich drehen. Das ist die 307. Da ist auch dann ein Pivot und so weiter. Und es ist ja meistens so, ja, das kommt immer alles zusammen. So, mal gucken, jetzt läuft er mir hier weg oder wie? Ja, war kurz am Pivot. Da kommt die Pyramide. Dann gehen wir mal dazu. Und mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Aber ich versuche die Pyramide auch nicht in Verlust laufen zu lassen. Deswegen würde ich die hier auch wieder rausnehmen, wenn er da nochmal runterkommt. Und dann lieber später nochmal rein. Das ist halt immer tückisch, ja. Also pyramidisieren ist halt echt ohnehin immer so eine Sache für sich, die nicht ohne ist. Und deswegen muss man immer aufpassen, dass man so eine Pyramide nicht ins Minus schickt, weil das kann einem natürlich dann letzten Endes die ganze Position kaputt machen. Also das muss ich halt auch gestehen, ist mir morgen hier auch schon mal passiert, bin ich einmal zu früh rein. Muss die halt auch die Pyramide im Verlust schließen. War aber halt eben jetzt auch nur ein Viertel etwa von der Gesamtposition hier unten, die ist sauber. Beziehungsweise die Pyramidisierung hier, das war heute Morgen bei 146. Mal kurz zeigen, das ist die hier. Ja, da habe ich eine Pyramide reingegeben, da hat er ein schönes Pullback gemacht hier. Und das war auch der erste schlüssige Punkt. Also, aber auch die hätte ich rausgenommen, wenn sie nicht gelaufen wäre. Und deswegen hier ganz genauso. Es kann halt immer passieren. Wenn man aber jetzt halt natürlich so eine Strecke vor Augen hat, wie jetzt ab hier nochmal 150 Punkte etwa, dann ist das ja auch nicht schlimm, ja, wenn man da halt jetzt hier mal, wie viel sind es hier, 20 Punkte, dann halt in der Pyramide verliert. Das macht ja nichts, ja. Und danach kann man ja entweder sagen, okay, ich lasse das mit den Pyramiden. Und wenn es dann aufgeht, ist die auch fünfmal finanziert. Oder man versucht es halt eben später nochmal. Ja. Also Ansätze gibt es da ja halt viele, wie man das macht. So, aber jetzt erstmal sieht es hier von der Bewegungsrichtung doch gut aus. Also hier halt auch am Pivot, also einmal runter hier nach der Ausbruchskerze, am Stundenpivot hier nochmal abgestützt und dann könnte funktionieren, dass jetzt hier einfach weiterläuft. Es ist natürlich hier nur 5 Minuten. Was wir halt mal gucken müssen, ist jetzt hier 15 Minuten Kerze. Das ist jetzt die nächste. Ja. Und die jetzt halt fertig wird.
Vielleicht jetzt gerade passend dazu ist hier eine Frage zu deiner Stoppverwaltung, ob du das jetzt ändern würdest. Nee, erstmal noch nicht. Ja, also das, weil wir haben natürlich immer so ein bisschen Übertreibung hier an solchen Punkten. Ich meine, hier sieht man es ja auch. Er wäre einfach nur rausgeflogen hier jetzt mit egal welchem Trading-Stop, Stunde, 30 Minuten, Stunde, halbe Stunde, Quatsch, Viertelstunde. Und erstmal muss der sich hier vernünftig etablieren. Wenn er jetzt hier aus der Korrektur raus ist und wir jetzt dann ein neues Hoch bekommen, dann kann man darüber nachdenken, dass man das Ding wirklich auf 15 Minuten packt. Ich glaube, mehr würde ich dem auch nicht geben. Und dann halt laufen lassen. 15 Minuten, PLH Peak, 5 Punkte Abstand. Aber auch hier gilt natürlich, ja, keine Empfehlung, ja, sondern das sind einfach nur Erfahrungswerte, weil nicht, dass der nachher ausgestoppt wird und dann fehlen dann irgendwie 100 Punkte und dann heißt, ja, du hast gesagt, ne, also das sind Erfahrungswerte. Ich weiß, dass 15 Minuten einfach in ganz vielen Fällen sehr gut läuft. Und also wenn man halt eine klare Bewegungsrichtung hat und die haben wir halt noch nicht, ja, also beziehungsweise erst, wenn wir hier oben nochmal irgendwo angekommen sind und wir da oben raus sind, dann kann sich das etablieren. Sauberer läuft 30 Minuten und Stunde sowieso, ist klar. Wobei Stunde ja manchmal halt auch ein bisschen lang ist. Also verschenkt man auch gerne mal irgendwie 40 Punkte und muss man halt wissen. Und die ATR von der 15-Minuten-Kerze ist deutlich drunter. Die liegt, glaube ich, bei, ich müsste halt echt raten, aber ich schätze mal um die 15 bis 20 Punkte. Ja. Also. Hier sieht man jetzt ja halt auch, ja, es geht halt einfach um die 15-Minuten-Kerze. Die muss eigentlich nur hier drüber schließen, über dem blöden Kasten, weil das war halt die letzte Abwärtsbewegung. So, mal gucken, ziehen wir ein bisschen runter hier. Und von daher ist das jetzt hier alles nur Gewackel. Also auf 5 Minuten sieht es natürlich direkt blöd aus, ja. So, aber hier ist halt einfach nichts passiert. Von daher alles gut. So, was macht der Euro? Kleines neues Tief, ja. Dann doch noch mal unten auf der Tageskerze da aufgesetzt, auf der Eröffnung. Der könnte jetzt natürlich echt weiterziehen. Ne? Mal gucken, vielleicht machen wir hier auch mal, da wir jetzt hier irgendwie mitten reinspringen, mehr oder weniger. Auch erstmal eine kleine Position long. Dow Jones kämpft mit der 24.300er Marke. Jo. Aber S&P weiter neue Tagehochs, also noch alles gut. Auch Gold hat jetzt wieder gedreht. In Richtung Süden vermutlich, ne? Nee, jetzt wieder nach oben. Ja, Ja. okay. Hat mehrmals versucht, da runterzubrechen, aber jetzt wieder erstmal gedreht. Ja, die amerikanischen Indizes, die machen wieder die Bewegung und der DAX, ja. Ja, der kommt schon noch. Der hat ja heute schon einiges geleistet. Er hat heute schon mehr geleistet als der Dow. Also von daher Ja, ist seit das schon. Future-Eröffnung 100 Punkte circa, ne? Etwas über 100 Punkten. Ja, wenn du das Gap mitrechnest, ne, ist halt nochmal ein gut, ist halt nochmal irgendwie 20 mehr. Also das ist schon ordentlich. Da kann man nicht wirklich meckern. So, jetzt sind wir hier 30 Minuten Kerze in die 15 reingesprungen. So, hier nochmal kurz warten. So, wenn der es halt schaffen sollte, hier der Euro jetzt rüber zu gehen und dann kann der halt abheben. Aber wie gesagt, hier oben, da rechne ich schon damit, dass es da nochmal kurz eng wird. Ja, hat hier auch ne, so typisch hat so ein EMA 200, zackert dann halt so ein bisschen dran rum, Pivotpunkt, so die üblichen Verdächtigen halt. So, mal rein. In der Zwischenzeit können Sie auch gerne mal reinschreiben, welche Trades Sie gerade offen haben, ob Sie auch zu den Nachrichten gehandelt haben. Wäre natürlich auch interessant zu wissen, ob Sie da auch aktiv sind.
So, eine Euro kann jetzt natürlich hier auch, ja, kann das halt immer jederzeit nochmal, was ist auch okay, ja, wenn der jetzt hier irgendwie nicht nach Norden gehen sollte, aber wenn es halt hier auf Anfang von der, eben von der, also auf 14:30 Uhr war halt genau hier, das ist jederzeit möglich, das darf der auch, ja, dahin zurücksetzen, solange er eben nicht hier drunter schließt, ist alles völlig in Ordnung. Und es hat immer so, halt so ein bisschen außergewöhnlich, beides long, kann man sich immer nicht so richtig vorstellen. Aber funktioniert in letzter Zeit ohne Probleme, ja. Also das Euro und DAX steigen. Vielleicht bei News ist das jetzt was Neues. Und weil es da halt ja schon meistens so war, dass es halt dann halt doch eher gegeneinander gelaufen ist bei News. Aber möglich ist alles. So. Tja. Das war es jetzt wieder an Bewegung oder kommt da noch was? Das ist wieder der Klassiker, ne? Ja. Ein Das ist in Teilnehmer der ist auch Tat. Euro Long, der ist aber früher reingegangen bei 17,32. Ja, das macht schon Sinn, ne? Also hier unten, das hatte ich ja gezeigt, ne? Also das hat schon gepasst mit dem Beginn von der Aufwärtsbewegung. Das lässt sich schon recht oft gut handeln, sowas. Ansonsten natürlich die Indizes dabei, DAX schon einige Punkte mitgenommen, Long, dann S&P Long, Silber Long. So, der Dow kämpft sich hier einen weg. Ja. Genau am Pivot, klar. Das passt halt hervorragend dazu. S&P kommt auch ganz leicht zurück, Also aber vor allen Dingen, was die 100er-Marken angeht, ja, das Ding ist ja halt, das ist ja Kassa. Kein Mensch handelt Kassa, das darf man halt nie vergessen. Ne? Also, wo sich halt, deswegen bin ich auch zum Beispiel jemand, das sage ich halt immer wieder, ich handle definitiv keine 100er-Marken. Das ist meines Erachtens kompletter Nonsens, ja. Weil der Future, der taxiert ja völlig anders als jetzt hier der Kassa-Markt. Der kennt diese 100er überhaupt gar nicht. Dort gibt es aber jetzt an der Stelle den Pivot und die 100er liegt ganz woanders. Da sind wir nämlich über die 100 nämlich schon drüber. Ja, glaube ich. Also, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, dass der Kassa niedriger notiert als, oder ist es beim Dow so? Jetzt muss ich halt echt hier Rätsel raten, aber ich glaube, so ist es. Und von daher, das weicht ohnehin ab. Das heißt, im Future-Markt sieht es gar keiner. Ja. Und deswegen sage ich halt immer, das ist halt echt eigentlich Quatsch, da irgendwie halt sich drauf zu fokussieren. Was man aber eben dort sieht auch, ist der Pivot, der ist halt an der gleichen Stelle auf jeden Fall. Und das passt halt alles. So, ja, was ist denn jetzt hier? Ja, weg. Dann lauf mal. Dann kann er hier noch ein bisschen in der Gegend rumwackeln. Wie gesagt, Pyramide, die kann man auch ein-, zweimal machen, das ist nicht schlimm. Entscheidend ist ja nur, dass halt die Gesamtrichtung stimmt. Und ich glaube, mit der Position, die hier drin ist, muss man sich auch nicht mehr allzu viele Sorgen machen. ja, So, und vielleicht jetzt. hat der Euro was vor gerade. Ja. Gucken, was der da treibt. Ja, der läuft halt auch einfach sauberer, ne, als so ein DAX. Das ist einfach so, ja. DAX oder generell Indizes sind halt immer so ein bisschen Psycho. Das ist halt, ich sage mal halt, kein Mensch hat Aktien im Euro. Es ist halt einfach so, ja. Und hier ist es halt anders, ja. Und da darf halt keiner mit. Und das ist halt extrem Derivate belastet. Also wenn es dann heißt, darf keiner mit nach oben, das ist schon so, ja, weil es halt furchtbar Derivate belastet ist, der DAX. Ich glaube halt, das hat ein Bekannter von mir mal erzählt, der halt selber in dem Bereich halt lange tätig war. Sagt, es gibt nichts, was so Derivate belastet ist wie der DAX, ja. Also von den Emittenten. Das heißt, da gibt es halt einfach viel zu viele Interessen in alle möglichen Richtungen. Und selten halt in die Richtung von einem Anleger und schon gar nicht irgendwie von einem Kleinanleger halt oder einem Intraday-Händler, ja. Und das ist eben genau das, was immer wieder dazu führt,
dass man halt gerade im DAX halt oft das Gefühl hat, man wird hier veräppelt oder wie gestern halt der Bernd auch aus der Gruppe gemeint hat, ja, wo sind die Kameras, ja? Also, oder wo ist die Kamera? Der Michael Vogt, von dem ist das Original Zitat. Und manchmal kommt man sich halt so vor, aber das liegt eben daran, ja, an nichts sonst. Und dass er halt oft einfach nicht erkennen lässt, so, was kommt als nächstes, wo geht's hin? Und da ist so ein DAO halt einfacher, ne, zum Beispiel. So, das heißt, einfach ist grundsätzlich gar nichts, aber halt klarer. Also der ist halt, wenn der hoch will, will der hoch, ja. Und klar, der setzt halt auch mal irgendwie 50 Punkte zurück oder 100 und dann wird das Ding aber sofort wieder gekauft, ja. Wo halt viele dann halt stöhnen und sagen, boah, nicht schon wieder hoch. Aber wieso denn auch nicht, ja. Also, sondern wenn der will, dann will der halt. Also hier sieht man halt auch, ja? Einmal runter, okay, aber der ist ja halt long generell, der ist ja nicht short. Und auch wenn er jetzt irgendwie ein paar Tageskerzen mal gemacht hat in einer anderen Farbe, aber der ist halt alles andere als short und dass jetzt hier mal reagiert, ja, ist doch egal, ja. Also wenn der da drüber will, dann geht er halt da drüber und der beißt sich dann auch so lange hier fest, bis er drüber ist. Und das ist so typisch DAO, ja. Und deswegen ist da halt auch eigentlich relativ ungefährlich, wenn der halt steigt, da irgendwo long zu gehen, ja. Also im Zweifelsfall wird man mal ausgestoppt, da geht man noch mal rein. Aber wenn das Ding long ist, ist er halt long. Und nicht wie der DAX, der irgendwie nie so selber weiß, was er gerade ist. Oder dann mal steigt und dann halt unendlich dann halt nach unten kippt. Von was für einer Gruppe spricht der Dirk, wird hier gefragt. Ach, die kennt immer noch nicht jeder, das ist unglaublich. Das ist DAX, Quatsch, ich habe den falschen Namen gesagt. Traders Club von StereoTrader.net. Ich hatte tatsächlich auch mal hier, mal gucken, vielleicht kriege ich das ja hin. Ja. So sieht das aus. So heißt die Gruppe. So. Genau, und da war halt jetzt eben dieses Setup, also gerade jetzt hier für einen DAX, hatte ich halt gestern da drin. Also beziehungsweise halt den Entry und so weiter. Und ja, bei sowas muss man halt einfach dann wirklich auf Zack sein und das halt wirklich am besten im Vorfeld machen, weil ich meine, wie gemütlich ist das jetzt hier, ja, sich das anzugucken, gelingt nicht. Und ist viel besser, als jetzt hier irgendwo was rumzustochern. Auch wenn ich das hier mit dem Pyramide gerade gemacht habe, es ist halt auch eben nur die Pyramide. Und von daher, hier weiß ich aber erstmal jetzt inzwischen oder allein, wie das halt morgen losgegangen ist. Und ich bin jetzt erstmal auf der sicheren Seite, da kann überhaupt nichts mehr passieren. Obwohl nichts passieren, ich soll sie vielleicht mal das Ding auch absichern. Und dann müsste er sich jetzt schon anstrengen. Ja, also hier jetzt irgendwie 70 Punkte fallen, das will ich erstmal sehen, dass er das hinkriegt. Also wenn der jetzt hier noch ein bisschen rauf und runter geht, ich meine, klar, es hat hier eine Spanne von irgendwie 40 Punkten, ja, was wir halt hier ungefähr haben. Und wenn man die natürlich versucht zu skypen, das ist ja schon nicht so ohne. So, aber hier passiert leider nichts mehr. Das kann doch nicht wahr sein, ja. Also, es ist wirklich unglaublich. Es könnte doch wenigstens der Euro mal ein paar Meter hier laufen. Nicht mal der hat ja was gemacht hier. Also ein paar Pip nach unten. Ein Teilnehmer schreibt, dass beim S&P die Bewegung harmonischer aussehen. Ja, glaube ich sofort. Da ist halt einfach nicht so, das ist halt genau das Ding mit den Derivaten, ne? Das ist halt beim S&P so nicht, ja. Also klar gibt es halt auch ein paar Derivate, aber deswegen ist ja der DAX so psycho, weil er halt einfach zu voll ist mit dem ganzen Quatsch. Ich habe die Fragen irgendwie, das kann ja nicht wahr sein, dass es hier immer da rein irgendwie kommt. Habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt die ganze Zeit. So, jetzt aber. Haben wir aber bis jetzt soweit alles abgedeckt. Ein paar Fragen habe ich auch im Chat beantwortet. Ja. Ich kann ja mal kurz, hier passiert ja sowieso gerade nichts. Tatsächlich mal einen Blick auf Gold werfen, was da so los ist. Oh ja, reagiert ja wirklich ein bisschen nach oben mal. Wobei man hier wirklich nur noch ein bisschen auch reden kann. Also bei Gold haben wir schon ganz andere Sachen auch gesehen. Bei den NFPs. Ja, gibt es denn eigentlich irgendwas, wo wir Bewegung haben hier gerade? Also das ist ja alles nichts. Also, US-Dollar, japanischer Yen, der macht gerade eine leichte Bewegung, sieht aber ähnlich aus wie beim Euro-US-Dollar. Ja,
Ansonsten Gold, ja, steht im Moment so still. S&P und Dow kommen leicht wieder zurück vom Tageshoch. Ja. Aber es gibt nichts, was irgendwie wirklich losrennt, ne? Kann ich mal schauen, ob ich hier noch was entdecke. Wahrscheinlich bei irgendeinem Währungspaar. Die Kanadier haben ja auch Nachrichten veröffentlicht, vielleicht da noch was. So, schaue ich mir das mal an. Genau, also der Looney, der bewegt sich definitiv oder hat sich bewegt. Hat auch über 40 Punkte Pips gemacht. Ansonsten aber, ja, der Euro versucht jetzt gerade. Ein Teilnehmer schreibt Bitcoin, ja, aber Bitcoin jetzt hat sich jetzt auch wenig bewegt. Ja, ich glaube, es war gestern ganz interessant, ne? Ist leider gar nicht auf dem Schirm, nur gestern Abend gesehen dann auch. Also schon heftig. Ist im Übrigen auch bei vielen Broker jetzt auch zurzeit nicht handelbar. Haben die Angst, da verdient jemand Geld, oder? Ja, das ist steht leider nicht mehr im Gleichgewicht, die Positionierung, weil keiner da short geht und alle nur long sind und ohne Ja. Futures schwer sich da entsprechend abzuhedgen. Also wird ab nächste Woche wird die Situation wird sich definitiv ändern. Am 19. oder wann kommt der Future, Der erste Future soll schon am 10. kommen ne? und dann eine Woche später 18., 19., dann der zweite. Genau. Japan überlegt jetzt auch, einen eigenen Future entsprechend aufzustellen, aufzulegen. Also da passiert noch was. Na, immerhin. So, aber hier kommt überhaupt nichts aus dem Quark. Der Euro auch nicht. Das ist unglaublich. Das ist echt, seit wir das machen mit den Webinaren, ich glaube, das ist irgendwie mein schlechter Einfluss auf die Volatilität, habe ich langsam das. Langsam nehme ich es persönlich. Ich sollte mal anrufen. Nicht, dass Trump uns anruft hier. Ja. Silber, neues Hoch, okay. Handle ich gar nicht. Kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Ich kenne nicht mal den Kurs. So, alle warten auf die US-Öffnung. Machst du gerade bei dir eine Tüte Chips auf oder ist das Knistern nur bei mir? So, nee, hier knistert nichts. Also. Okay, dann scheint es nur bei mir zu sein. Ich dachte schon, du holst dein Popcorn gerade raus. Ja. So, das kann ich Schwank aus meiner Jugend erzählen oder so, ne? So bei dem, was hier los ist. Ja, ich glaube, das war es erstmal wahrscheinlich wieder. Ja, sieht so aus. Die Spannung ist hörbar. Ja, die Ach, die NSA NSA hört gerade alles ab. Ja, das könnte natürlich sein, weil ich wahrscheinlich Trump erwähnt habe. Ja, dann. ja, aber der Euro bewegt sich zumindest mal in die Richtung. Und Vielleicht hört er auf unten. ja, was wir halt echt mal überlegen könnten, ne, das ist halt, dass wir vielleicht wirklich am Tag vor den NFPs halt irgendwie ein extra Webinar oder irgendwas einlegen, ne? Weil also dann auch gerne irgendwie am späten Nachmittag oder weil gestern hat man es ja halt echt gesehen, ne, so im DAX, wo die Reise halt hingeht, ne? Und es ist halt, das erkennt man ja halt auch, ja, das wird immer irgendwie einen Tag vorher bahnt sich das Ganze schon an oder die ganze Woche wird schon drauf hingearbeitet und dann halt, wenn die NFPs kommen und da wird eigentlich die Geschichte nur noch aufgelöst, die halt da die ganze Zeit halt angebahnt wurde, ne? Würde vielleicht Sinn machen, weil das ist natürlich jetzt schade für diejenigen, die das halt hier nicht mitbekommen haben mit dem Long Trade, weil die gucken jetzt natürlich so ein bisschen in die Röhre und die halt dabei sind, die freuen sich natürlich jetzt hier in Ast, ne? Weil halt einfach das Ding liegt jetzt irgendwie 100 Punkte vorne. Man muss eigentlich nichts mehr tun, ja, und einfach nur zusehen, wie die anderen sich da oben zanken und ob hoch oder runter und ja, das kann man sich halt einfach schenken, ne?
Das war halt gestern halt wirklich echt offensichtlich. Deswegen, das wäre halt wirklich eine Überlegung, ne, ob man das nicht mal macht. An mir soll es nicht liegen, sehr gerne. Also wenn die Teilnehmer da auch Interesse haben, selbstverständlich. Weil dann kann man echt oft mehr erkennen, ne? Und im Euro ja auch. Also es hat auch nur dieses Runtergedrücke, ne? Das ist halt auch typisch, ne? Also mich würde jetzt nicht wundern, also ich muss jetzt echt gestehen, ich habe mich da auch so ein bisschen verleiten lassen. Ich hatte den Tageschart, beziehungsweise hatte die ganze Zeit eigentlich eher den Wochenchart da auf dem Schirm und habe das hier unten, das Low, gar nicht richtig erkannt. Das habe ich gerade erst erkannt. Und es kann halt echt sein, dass der hier echt den letzten Ankerpunkt hier nimmt und dann halt wirklich straight nach oben durchzieht. Ne? Weil ich hatte ja auch mal irgendwie zwischendurch gesagt, der kann natürlich auch gerne irgendwie mal auf 1,12, 1,13, ja. Aber ich meine, dafür gäbe es rein vom Setup her halt auch eine Erklärung, warum das mal passieren könnte, nämlich die kommt aus dem Wochenchart, kommt es. Aber halt hier jetzt im Tageschart, wenn das Ding da unten hält und der hier über die 1,18 geht, und da reicht wahrscheinlich irgendwie schon eine 4-Stunden-Kerze darüber als Schlusskurs. Und dann spricht da eigentlich gerade wenig dagegen, warum der das Gap nicht da oben zumachen soll und einen Rutsch da auch durchrauschen. Von daher, es kann schon funktionieren. Also, ist schon möglich, ist gut möglich. Und Nee, zumindest ich das sieht kannst man ja ruhig halt, deine. was ja halt eben Markttechnik angeht. Also habe ich hier überhaupt, ist das jetzt hier noch? Ja. So rein von der Markttechnik, ja. Es erklärt ja halt auch, warum hier Bewegung entsteht. Ja, warum wir jetzt hier einfach eine Gegenbewegung haben. Ich meine, Markttechnik sagt ja zum Beispiel nicht, also es gibt ja halt immer viele, die sagen, wow, Markttechnik funktioniert nicht und so und keine Ahnung. Sage ich mir ja, vielleicht habt ihr irgendwas nicht verstanden bei der Markttechnik, weil letzten Endes, die Markttechnik sagt ja nicht, dass das jetzt halten wird und wir ein neues hochkriegen werden. Das ist ja Unsinn, ja. Also es ist ja keine Glaskugeltechnik, sondern sagt ja nur, da wird Bewegung entstehen. Und natürlich kann es auch gebrochen werden, ganz klar. Ich habe aber halt eine ungleich höhere Chance, hier einen Gewinntrade zu machen, ja, weil halt grundsätzlich die Chance, dass ein Trend fortgesetzt wird, ist immer größer als die, dass er gebrochen wird. Und von daher weiß ich halt einfach an der Stelle hier, dass ich Bewegung haben werde. Und von daher kann ich natürlich dann sowas dann auch entsprechend handeln und weiß dann halt einfach, hier kommt Bewegung auf. Ob das dann halt hier natürlich hält, das kann ich natürlich nicht sagen. Ja, das ist klar. Aber das halt grundsätzlich einfach halt generell halt hier das Thema Markttechnik. Um da halt auch nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen. Und natürlich, wenn es halt hier hält, und dann habe ich halt, wenn man das jetzt hier mal ganz klassisch macht, ja, und ich setze halt jetzt hier mein Stop halt, würde ihn hier unten setzen, kann ich jetzt hier nicht, weil es ein passives Chartfenster ist, aber würde ich den hier hinsetzen und dann habe ich natürlich auch ein schönes CRV. Das heißt, ich habe halt hier irgendwie ein Risiko von, ja, lassen wir das halt irgendwie mal 70 Pip sein und habe aber nach oben halt entsprechendes ja, Potenzial von wesentlich mehr. Also wenn jetzt halt nur das Hoch erreicht wird, hätte ich halt schon ein Potenzial, das halt schon über dem Dreifachen liegt. Und wenn es natürlich oben durchgeht, halt nochmal deutlich mehr. Ganz klar. Ne? Und das muss man natürlich halt dann halt auch sehen. Und deswegen, dass niemand sagt, dass das auf jeden Fall halten wird. Sondern Markttechnik sagt halt nur, da kommt Bewegung auf. Und das ist ja halt entscheidend. Ja? Es gibt keinen Ansatz, der irgendwie zu 100% voraussagen kann, das wird passieren. Das gibt es nicht. Das ist halt Quatsch. Also es gibt nur Wahrscheinlichkeiten und die kann man halt damit zumindest mal erkennen. Ja. Und um irgendwas anderes geht es ja halt auch gar nicht. So, außer dass vielleicht noch darum, dass wir hier ein bisschen mehr als 3 Pip Bewegung haben während der NFPs. Darum geht es vielleicht noch. Aber dann Aber halt die irgendwie. Bewegung war da. Bitte? Ja, aber die Bewegung war da. Ja, aber sie war da, genau. Ja, und immerhin hier, ne, 10 Pip im Plus der Trade. Tja, was will man mehr? Ist der Tag gerettet? Also zumindest ist das Mittagessen schon bezahlt, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke. Ein gutes Mittagessen. Ja, genau. Und hier noch ein bisschen mehr, ne? Da kann man schon ein paar Mal mehr essen gehen davon. Schreiben Sie noch mal kurz in den Chat, ob Sie da Interesse haben auf so ein, ich nenne das jetzt einmal Pre-NFP Live Trading. Würde mich mal interessieren für die, die gerade da sind. Dann können wir das definitiv aufnehmen. Ja, das wäre halt eher so eine, das wäre kein Live-Trade. Also vielleicht, natürlich, klar, wenn sich was ergibt, ne? Ja. Ich meine, gestern im DAX, das war so ein bisschen,
Ja, was heißt mutig? Ja, ich kann ja mal kurz, ich suche mal gerade das Bild raus, wie da so ein Entry aussieht. Der ist halt nicht schön, ne? Also, beziehungsweise da muss man halt so ein bisschen dahinter sein, damit der halt, hoppla, bin ich jetzt hier gelandet. Nein, da wollte ich nicht hin, sondern ich möchte dahin. So, Sekunde, ich bin im falschen Fenster. So. Also die Resonanz ist auf jeden Fall 100% positiv. So, ich habe jetzt hier mal eine Pyramide rausgenommen. So, da kann er jetzt hier mal noch ein bisschen korrigieren, weil das ist mir jetzt hier echt ein bisschen zu doof, was halt hier abgeht. Gerade. Ich guck mal eben. Wo ist denn mein Feind da hinten? So. Moment. Versuch mal eben. Sag mal. Den Entry mal kurz zeigen, wie der halt aussieht. Oder wie so ein Entry halt aussieht. Was ist das jetzt? Nee. Moment. So, in der Zwischenzeit ist DAO wieder bei 300er, bei der 300er Marke. Versucht es nochmal. Gold hat sich wenig bewegt. So sah das halt zum Beispiel aus, ne? Also da war halt hier, da war halt ein neues Tageshoch. Sieht man auch schön, auf 15 Minuten einfach nur amtlicher Außenstab. So, einfach nur das Ende der 15 Minuten Kerze abgewartet rein. Ja, also hier mit einer kleinen Position erstmal halt hier gestartet und dann halt ausgebaut, ne? Und so sieht dann halt so ein Entry aus. Und dann hier unten halt einfach, also halt auch Orientierung, das ist ja auch letzten Endes Markttechnik, halt mit Außenstäben, ja, also hier auf 15 Minuten, Stop einfach darunter, wenn es nicht funktioniert. Das hier sind alles Limit Pullback Orders. Und das heißt, der kann auch nicht da durchrutschen und dann halt irgendwie einen Monsterverlust machen, geht auch nicht. Aber bei so einem, da lag halt der Bruch vor, sieht man jetzt hier zwar nicht mehr genau, ich habe es ja vorhin auf dem anderen Bild ja gezeigt, da war das letzte Hoch gebrochen, ja, also das Tageshoch, da hat man ein neues Tageshoch. Und da Short dagegen zu halten als Beispiel, das ist kompletter Irrsinn, ja, das funktioniert nicht. Und auch wenn das jetzt hier kein schöner Entry mehr ist, weil man handelt ja natürlich aus der Korrektur kommend, ist ja klar, aber sowas hat dann halt eben ganz oft so eine Penetranz, ja, das geht dann einfach nur noch in eine Richtung und da passiert nichts mehr. Und heute Morgen zu Kassa hin haben wir ein Gap gehabt von dann letzten Endes ja halt hier fast 100 Punkten, ja, und das ist halt relativ risikoarm. Auch wenn man natürlich hier jetzt unterstellen könnte, ja, das Risiko ist viel größer, weil er kann ja korrigieren. Also eher ist es doch so, dass wenn man sagt, oh, ich gehe mal Short hier nur für ein paar Punkte, dass man halt wirklich zermürbt wird mit Short bis zum geht nicht mehr, ja, weil er einfach gar keine Lust daran hat, dann überhaupt noch ein paar Punkte zu reagieren. So wird er meistens eher ein Schuh draus, ne? Und kennt ja jeder, der hat irgendwie da versucht mal irgendwie was wegzuskypen, aber bei so einem Bruch, bei einem doppelten bestätigten Bruch, den wir dann hier hatten, da ist halt Short, ist halt völlig Quatsch. Und das war halt dann halt eben so ein Entry, der, wie gesagt, der hat sich gestern noch ergeben. Und das wäre dann halt natürlich auch so ein Thema, also dass man dann halt wirklich so in Vorwebinaren, also beziehungsweise Webinaren, die halt vorher stattfinden, da halt tatsächlich auch besprechen könnte. Klar, warum nicht? Ich finde die Idee gut, weil man sieht ja hier, ne, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ne? Also hier jetzt noch großartig darauf zu warten, bis hier irgendwas passiert. Und da sitzen wir hier noch eine Stunde. Naja, aber ich denke, die Ideen sind ja soweit kommuniziert. Und bis jetzt hat es eigentlich immer gepasst, bei den letzten Webinaren ja auch. Also beim letzten Mal war es nur so, beziehungsweise da hatte ich auch gesagt, Gold Short, hat aber auch erstmal Fehlausbruch gemacht. Euro auch, hat die Flagge aufgelöst, auch direkt nach dem Live-Trading-Webinar. Und ist alles extrem gut aufgegangen. Also jetzt von der großen Richtung her halt, ja. Ich habe halt erst gesagt, ja, kann man ein bisschen long gehen halt irgendwie, weil dann halt noch ein bisschen in der Gegend rum halt korrigiert. Aber hat halt direkt echt dann nachher um 15:30 oder wann das war, 16 Uhr, eine Flagge im H4 gebrochen, ist einfach nur nach unten weg, der Euro. Also das sind halt von daher, und das war halt echt jedes Mal so. Ein paar Mal haben wir hier noch, habe ich dann so ein Nachklapper dann halt noch gedreht, ja, beziehungsweise aufgenommen, wo ich dann halt die Trades dann auch nochmal besprochen habe. Und weil es dann einfach jedes Mal funktioniert hat. Also das ist natürlich hier immer so ein bisschen der Vorführeffekt, beziehungsweise ich kann es ja zeitlich nicht beeinflussen, wann was passiert. Und
Und auch trotzdem, natürlich habe ich auch keine Garantie, dass es funktioniert, weiß ich halt auch nicht. Ja, aber das ist halt, tatsächlich war es dann halt echt ja so, dass jedes von den Webinaren, die wir hier gemacht haben, nachher halt auch wirklich aufgegangen ist. Von daher gehe ich mal optimistisch davon aus, das wird heute auch nochmal der Fall sein. Und der Euro, wie gesagt, der müsste halt hier drüber bei 1,1792. Da bin ich halt mal sehr gespannt, wie er damit umgeht. Und DAX, ja, von mir aus kann er das hier unten auch nochmal testen. Die 1,56 soll er machen. Solange der nicht im Stundenchart darunter schließt, gibt es da keinen Grund. Also wenn er die getestet hätte und dann eine Stunde nochmal bullig irgendwie schließt, da würde ich auf jeden Fall dann anfangen, dann auch massiv zu pyramidisieren. Und wenn er aber hier Stunde drunter schließt, dann Haken dran. Also dann hat es keinen Sinn. Also übers Wochenende auch sowieso nicht drin lassen, das macht sowieso keinen Sinn. Aber das wären jetzt halt so meine Kriterien. Also Euro einmal mindestens auf Stundenchart hier oben drüber schließen, am besten natürlich über 1,18. Dann kann das Ding long nach oben durchziehen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und wie gesagt, hier das gleiche in grün. Wenn ihr einen Backtest macht auf 1,56 und die Stunde irgendwie mit einem Hammer oder mit einer hammerähnlichen Kerze von der Form her halt da drauf schließt, und dann sollte der auch weiterlaufen. Und da muss man halt bei 13,329, muss man dann natürlich gucken, ob man da halt dann drin bleibt oder nicht. Also ich denke schon, dass wir dort nochmal eine ordentliche Reaktion kriegen. Ich glaube nicht, dass der da einfach durchläuft. Also ich habe das Bild jetzt noch auf hier eigentlich. Nee, das ist nicht. Wo kommt das denn her? Sag mal, geh weg. Das finde ich es nicht mehr. In der Mitte ist noch ein DAX. In der Mitte ist noch ein DAX. Ja, hast du minimiert? Ja, ich habe öfters mal irgendwie in der Gegend rumgeschoben. Ja, das ist wieder der Euro. Den brauchen wir auch nicht mehr hier. Also unten in der Leiste hast du noch einen minimierten DAX-Chart. Das ist die S2, das ist auch die S2. Nö. Also meinst du die hier? Ja. Nö, ist auch nicht. Ist auch nicht. Keine Ahnung, habe ich vorhin wahrscheinlich dann irgendwie zugemacht, schätze ich mal. Ach, ich liebe ich liebe es echt, also diese Darstellung hier immer. Katastrophe. Ja. So, ich gucke mal, ob noch eine Frage hier ist. Bezüglich Wochenende hast du ja gerade beantwortet. Ansonsten, ja, sehr viele Feedbacks bezüglich der Idee mit dem Pre-Webinar. Werden wir auf jeden Fall, denke ich, dann das Ganze aufnehmen und schauen, wie wir das umsetzen. Ja, Positionen laufen, sind abgesichert. Ja, also hier ist noch die Frage, ob ich über das Wochenende, nein, auf keinen Fall, mache ich nicht. Genau, hast du eben gesagt auch. Ja, also ich mache eigentlich auch nur Daytrading und irgendwie die Wochenende kommt deswegen nicht in die Tüte. Also wenn es unter der Woche ist, mal Overnight, spricht ja nichts dagegen, gibt ja Trading Stops und sowas, aber am Wochenende gibt es halt auch keine Trading Stops und gar nichts, also das auf keinen Fall. Nee, nee. So, hier sieht man jetzt, das könnte jetzt funktionieren hier im DAX übrigens halt auch wieder typisch, ne, Ausbruch, fast wieder komplett zurück auf Anfang. Und solange der hier kein neues Low macht, jetzt könnte er natürlich halt hier oben rausziehen. Also würde auch zur 15-Minuten-Kerze passen, sieht man ja halt auch nochmal schön, ja, hier einfach nochmal hier auf Anfang zurück. Das sind alles nur Innenstabsschiebereien. Achso, das würde ich vielleicht noch kurz irgendwie noch zeigen im DAO, ja, da habe ich halt auch immer irgendwie so, ich fürchte, dass halt auch mittlerweile ganz viele irgendwie short-orientiert sind, weil der DAO hat ja irgendwie da so ein Shooting-Star hingezimmert und dann auch noch bestätigt und so weiter. Ich meine, keiner weiß es, ja, aber ich sehe es ganz klar so nicht und deswegen bin ich auch long im DAO. Und ich zeige auch mal ganz kurz, warum, beziehungsweise was es damit auf sich hat. Und wie gesagt, ob das jetzt stimmt oder nicht, wir werden es erst am Ende sehen, können halt alle nur unsere Ansätze irgendwie darstellen. Aber was halt, glaube ich, viele übersehen im DAO, ist Folgendes. Ich mache mal hier die Tageskerzen. Ja. Hier oben haben wir, sieht aus wie ein Shootingstar. Ja, hässliche schwarze Kerze, oh, muss runter. Das ist
Eigentlich keiner, weil ich muss das hier manuell zeichnen, um das mal irgendwie kurz zu erklären. Was wir hier nämlich haben, ist was völlig anderes. Wir haben hier diese Außenstab, also beziehungsweise diese Tageskerze. So, die geht nicht bis dahin, sondern die geht bis hier oben hin. Ja, weil man muss das Gap, muss man ja mit einrechnen. Ja, also diese ganze Bewegung. Das hier ist eine einzige Aufwärtsbewegung, das ganze Ding hier. Ja, weil da zum Beispiel halt das, oder hier, wo halt irgendwie dieser kleine Crash da halt Intraday, ja, wo es halt mal irgendwie 400 Punkte runterging, ist überhaupt nichts passiert. Ja, es hat einfach nur, das war einfach eine massive Aufwärtskerze. So, und die ist hier mal kurz korrigiert worden, dann noch fast innerhalb, und das sieht man ja hier erst, kaum was dazwischen, haben wir hier ein Gap noch drin gehabt, auch noch alles im Zusammenhang mit der Aufwärtsbewegung. Und geschlossen hat die ganze Geschichte in der Aufwärtsbewegung. Das heißt, was man hier sieht, das existiert, eigentlich gibt es das gar nicht, ja, diese Kerze. Das ist eigentlich genau genommen, wenn man das Gap hier mitrechnet, in diesen Außenstab rein, dann befinden wir uns einfach mitten in der Aufwärtsbewegung. Hier ist nichts short, rein gar nichts. Und also rein auch nochmal von aus Sicht der Markttechnik in puncto Außenstäbe, ja. Und ich glaube, das verkennen halt viele. Man sieht dann halt hier, oh, schwarze Kerze, jetzt geht's runter. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch mittlerweile schon. Ich erzähle es schon seit ein paar Tagen, stoßt da halt aber halt an vielen Ecken irgendwie auf Widerstand. Aber jetzt langsam wird es ja halt ein Bild. Weil das hier ist nur Rauschen. Ja, das, ich meine, so ein Rauschen ist ein Dauer dann halt mal 200 Punkte. Aber eben auch dem Umstand geschuldet, dass wir hier aber auch eine Tageskerze haben, die über 400 Punkte lang ist. Und logischerweise kann es da drin mal ein bisschen hin und her wackeln, ja. Aber mehr ist da nicht passiert. Und ich glaube, vor dem Aspekt muss man es halt auch mal betrachten, dass wir uns immer noch mitten in der Aufwärtsbewegung befinden. Selbst dieser vermeintliche Shootingstar ist mitten in der Aufwärtsbewegung. Der ist und sonst nichts, ja. Und von daher, also mich würde es arg wundern, wenn es jetzt hier plötzlich die große Korrektur gäbe. Ich rechne eigentlich eher damit, dass der da oben rauszieht und weiterläuft. Davon würde ich mal halt irgendwie ausgehen. Also sieht man auch hier schon, macht sich auch so ein bisschen rund schon, ja, hier auf der Hälfte gebremst von der Aufwärtsbewegung. Hier mal kurz, nochmal irgendwie gestern ein neues Tief gemacht, direkt wieder grün und heute geht es direkt nach oben weiter. Ja, also das ist halt, wie gesagt, meine Sicht der Dinge, wie ich es halt sehe, ob es so sein wird, wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Betrachtungsweise, die man sich mal irgendwie, wo man sich mal drei Gedanken drüber machen kann, ob da nicht was dran ist, ja, bevor man halt hier da halt großartig auf Short irgendwie geht. Ja. Das sage ich aber nicht erst seit heute, sondern sage ich schon die ganze Woche, ja. Also, dass ich halt da eigentlich suche Long-Einstiege im Dow und keine Short-Einstiege. Es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür. Und so oder so, wenn man sich das mal hier aus der ganzen Geschichte anguckt, da ist nichts short. Ja. Und im Wochenchart wird es eigentlich noch deutlicher. Eine riesenlange Wochenkerze in grün oder hier jetzt in weiß. Und hier oben, ja, die Woche, das ist das, was heute fertig wird. Ja. Also mich würde es nicht wundern, wenn das hier oben fertig wird oder da oben oder wir heute noch ein neues All-Time-High kriegen. Und, es ist und selbst wenn es so stehen bleibt, es ist eine einzige kleine Wochenkerze. Vielleicht wird es auch nur ein Doji, keine Ahnung, ja. Aber auf jeden Fall ist da nur längst nichts short. Und damit das short ist, beziehungsweise man da mal drüber nachdenken kann, meines Erachtens bräuchten wir einen Schlusskurs, ja, unterhalb diesem ganzen Aufwärtsgebilde. Das heißt, da stehen wir halt aber irgendwo dann hier im Bereich von 13.800 irgendwas, ja. Da bräuchten wir mindestens mal irgendwie eine Tageskerze mit einem Schlusskurs drunter. Und dann kann man mal drüber nachdenken, ob das halt irgendwie noch ein bisschen mehr nach sich zieht. Aber solange das nicht der Fall ist, auf gar keinen Fall. Das, wie gesagt, so sehe ich das mit dem Dow und ja, weswegen der halt auch gute Chancen hat, da oben rauszurennen einfach. Gut, okay. Ja, ich würde gerne sagen, irgendwas hat sich bewegt, aber es war leider nicht der Fall. Nee. Nee. Deswegen, leider. Ja, ich denke, das war jetzt auch ein guter Abschluss. Sind auch jetzt keine weiteren Fragen mehr reingekommen. Ja, die Positionen können ja in deine Gruppe dann gleich, beziehungsweise wie du dann die Positionen weiterverwaltest, dann noch weiter verfolgen.
Ja, da möchte ich mich aber an der Stelle natürlich bei dir bedanken, Dirk, für die ganzen tollen Webinaren 2017. Mir hat das super viel Spaß gemacht und so wie ich immer auch die Feedbacks gelesen habe, auch den Teilnehmern. Deswegen würde es mich natürlich sehr freuen, auch 2018 weiterhin mit dir das zu machen. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an die Teilnehmer, dass sie immer anwesend waren und interessiert waren. Hoffe, Sie konnten was mitnehmen, haben hier mit ja, Dirk zusammen was gelernt und würde mich auch freuen, Sie in 2018 nochmal hier begrüßen zu dürfen. Ist jetzt nicht mehr lange bis 2018, deswegen Ihnen noch schöne Tage bis dahin und passen Sie auf Ihre Positionen auf und ja, hoffentlich bis dann nächste Woche sage ich schon, nächstes Jahr und Dirk, du hast gerne das letzte Wort. Ja, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben ja Dezember, ist ja tatsächlich das letzte Mal für dieses Jahr. Ja. Ja, auch von meiner Seite hat immer sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe halt einfach immer, dass ich dem einen oder anderen halt damit auch so ein bisschen helfen kann bei der Betrachtung der Märkte und weil oft ist es ja so, dass man halt eben auf Dinge kommt, die man vorher noch gar nicht gesehen hat und das vielleicht auch weiterhilft. Ein paar Mal wurde ja auch gezeigt, wie man mit dem StereoTrader explizit halt auch eben handeln kann, sei es jetzt irgendwelche Trading Stops oder sei es halt wie beim letzten Mal strategische Order, die im Euro da recht nett funktioniert hat, oder war es vorletzte Mal, glaube ich. Oder heute eben isolierte Strategien, Trading Stops. Und von daher freue ich mich natürlich immer, wenn man halt eben ja mit dem Input, den ich da versuche zu bringen, dann auch hier und da mal ein bisschen besser abschneidet. Und einen das vielleicht weiterbringt. Ansonsten die Gruppe, vorhin wurde ja gezeigt, ich zeige es nochmal kurz, wer da irgendwie dazustoßen möchte, jederzeit gerne. Ich schreibe jeden Morgen, schreibe ich halt eine Sichtweise da rein. Tagsüber gibt es auch immer wieder mal ein paar Trades mit klaren Ein- und Ausstiegen und darf aber auch sehr gerne selber Trades vorstellen, Ideen vorstellen. Es ist nicht so, dass es jetzt reiner Monolog ist und ich da der Einzige bin, der redet. Im Gegenteil, manchmal bin ich auch einen ganzen Tag ruhig, weil es sind auch wirklich mittlerweile einige fähige Leute dort auch dabei. Und was mich sehr freut und im Allgemeinen sehr viel Traffic auch tagsüber, wo halt auch ein sehr reger Austausch stattfindet und was ich auch schön finde. Und an der Stelle auch dafür übrigens, ich weiß, es sind viele aus der Gruppe hier dabei, dafür mein ganz großes Dankeschön an euch, weil wir haben angefangen im gerade mal vor 6 Monaten und sind jetzt irgendwie an die 700 Mitglieder und haben halt echt einen guten Zulauf und vor allen Dingen auch echt ein sehr, sehr gutes Miteinander, ja. Und ich versuche halt auch immer, das halt in der Gruppe, das halt einfach nicht irgendwie nachträgliche Trades nach dem Motto so, ich habe das und das gemacht, ja, sondern dass halt wirklich halt eher konkret ist und dass man halt auf Dinge eingeht und Setups vorstellt, Ideen vorstellt, sich austauscht. Und vielleicht auch mal darauf hinweist, wenn irgendwas nicht so gut ist und man das vielleicht nochmal überdenken soll. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also wie gesagt, ganz großes Dankeschön von meiner Seite. Erstmal an die Teilnehmer hier für die Webinare, aber natürlich halt auch an die Mitglieder von der Gruppe. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, euch allen demnächst ein, tatsächlich, wir haben schon Weihnachten, das ist unglaublich, ein schönes Weihnachtsfest. Weil gerade haben wir uns ja noch darüber beschwert, dass wir immer hier sitzen. Im Webinar, wenn draußen schönes Wetter ist. Aber wir haben schon Weihnachten, das ist echt unfassbar. Also euch, euren Familien, Freunden und so weiter, demnächst dann tatsächlich schöne Weihnachten und einen guten Rest in 2017. Und wir hören und sehen uns ja dann im Januar 2018 hier nochmal zum nächsten NFP-Trading und sicherlich noch bei einigen anderen Webinaren dann nächstes Jahr. Das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Erfolg bei euren Trades. Bis dahin. Tschüss Und danke, zusammen. Nelson. Und an FX Flat habe ich völlig vergessen. Natürlich. Danke, FX Mir Flat. kamen schon Danke. die Tränen, hör mal. Es ist unglaublich. Nein, das muss ich natürlich noch sagen. Ja, also hier für die ganzen Webinare und die Unterstützung und vor allen Dingen auch mal an der Stelle ein riesengroßes Lob an euren Support, die hier einfach einen erstklassigen Job mit dem StereoTrader machen und da halt echt extrem gut unterstützt in der ganzen Geschichte sind. Also dafür echt auch mal ein riesen Dankeschön und auch sonst natürlich für euren ganzen Einsatz drumherum um den StereoTrader. Hätte ich es fast vergessen, das ist unglaublich. Danke, Dirk, sehr, sehr gerne. So, Okay, das war's. ja, tschüss zusammen, danke. Tschüss.